warum beschäftige ich mich überhaupt mit Geschichte? Das ist ja die große Frage. Warum buddel ich jahrhundertelang im Sand und versuche über Tonscherben irgendwas von Menschen von vor 2000 Jahren rauszukriegen? Welchen Sinn hat das überhaupt? Und wenn es einen Sinn gibt, dann ist es der Sinn zu begreifen, dass Menschen damals vielleicht die ähnlichen Probleme hatten wie wir. Dass das Leben sich an der Stelle gar nicht so verändert hat. Vielleicht auch mit einer anderen Art von Demut, das neue Leben sozusagen zu beginnen, was wir immer, was jeder sozusagen zu leben hat. Dass die technologischen Errungenschaften, die wir uns entwickeln, am Leben nichts verändern, am eigentlichen Leben. Wir werden mit dieser Ausstellung zeigen, dass es in der heutigen Zeit andere Möglichkeiten gibt, sozusagen ein Museum auch die Möglichkeiten gibt, anders zu verfahren. Wenn es den Anspruch hat, die Menschen, die hinkommen, auch wirklich im Sinne, ich sage jetzt mal was ganz Einfaches, als Kunde zu begreifen, zu sagen, er bezahlt Geld, ich will ihm was mit auf den Weg geben. Und dieses, was ich ihm auf den Weg gebe, ist Bildung, ist eine Lust auf Geschichte. Wir können so viele Dinge so einfach auch erklären, ja, dass der Mensch, wenn der in ein Museum kommt und Versatzstücke sieht, der sieht dann irgendwie eine Skulptur und weiß überhaupt nichts damit anzufangen. Wissen Sie, wie viele Menschen, mir geht es ja genauso, man geht in so ein Museum rein und merkt, wie blöd man ist. Ja? Man hat überhaupt keine Ahnung von gar nichts. Man muss sich alles erklären lassen. Jetzt schauen Sie in so ein Panorama und sagen, naja, das war eine schöne Anlage in einer tollen Landschaft. Eine ganz einfache Geschichte. Und wenn Sie jetzt in die Ausstellung gehen und Sie sehen eine Säule, da steht nicht ein kryptischer Text, ich weiß nicht, Nordhalle, Mittelgang, und ich weiß gar nicht, was damit anzufangen. Aber wenn man sagt, du, kannst du dich noch erinnern an das Panorama in dieser Terrasse, dieses Haus, da unten im Erdgeschoss hat diese Säule gestanden, dann wird es für mich eine ganz einfache Kiste.